Oh. Vergangenheitszettel, Chat. Und jetzt pass auf. Einsortiert. Was, mir liegt was auf der Leber? Nee. Mir liegt gar nichts auf der Leber. Nee, nee. Ich warte eigentlich nur, dass mir endlich mal irgendwas erzählt wird. Ich warte eigentlich nur darauf, dass mir endlich mal einer was sagt. Hm. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Hm, weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Ja, Vogel. Ja. Erzähl mir mal was. Ellie, komm. Joel, ich stehe direkt neben dir. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Ich hab grad gedacht. Komm, komm, komm! Bereit machen! Hey, ich hab ihn! Lass los! Wow, in der Vergangenheit hatten die sogar noch Munition. Oh. Also die Vergangenheit-Zombies gefallen mir besser. Ja, in den 2 Jahren wurde viel geballert. So, schreib mich nicht an. Ich muss gerade mal gucken. Hier, komm schon. Was war denn das jetzt schon wieder? Pass auf! Erster Stock! Okay. Stopp!
schon! Da sind noch mehr! Joe, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, okay, okay. Was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Hä, aber wenn wir hier doch eh vorwärts gehen? Ah, ich spiele Moin. Warum, verfluchte Scheiße, redet ihr in der halben Gegenwart nicht? Ich folge dir. Vielleicht greift jemand durch die Wand, Chat. Nicht erschrecken. Joel, Alter, du bist okay. Cool. Der Joel geht durch mich durch und ich krieg die Keller ab von Joel. Nice. Hey, hier drüben, hey! Lass mich in Ruhe!
Mann, Ellie, der steht. Mann, der steht doch auf. Geh, geh. Okay, ich bin doch nicht tot. Fire! Ja, shit. Das war zu knapp. Ja, aber wir haben es geschafft. Haben wir. Mann, manchmal ist das echt clunky. Außer, dass ich echt alt bin. Nicht, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen können. Ich will hier raus. Ja, dann gehen wir raus. Was machst du da? Was, wenn A2 Bloater lauert? Das wird schon. Ich hab 'n Ziegel, Joel. Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Sie sind zusammen, oder? Mal so. Wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Kannst du dich da durchzwingen? Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Herrlich! Okay. Hey, Joe. Moinsen, Magga. Sock 3 giftet A Tier 1 Sub to Drankhoffmann. They have given 205 Gift Subs in the channel. Danke, Sorge. Dann könntest du recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das
Das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Ja, bitte. Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Jesse schläft. Hey, lass mich mal. Hm. Er ist ein guter Kerl. Hm. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Alter, das ist nicht mein Ernst, oder? Das kann nicht mein Ernst. Ja, tatsächlich. Okay. Na gut. Abby? Na dann. Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Okay. Okay. Wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Meine Herren. Das war's wieder mit Story? Yes. Naja, gut. Ich sag mal so, die Rückblende mit Joel war ja auch sehr aufschlussreich.
der 30-Sekunden-Dialog über Dinge, die wir schon wissen. Oh, das macht mich fertig, Chat. Das macht mich fertig. Weil die eine ist schwanger. Dann kommt der Lover, der da den Braten in die Röhre geschoben hat. Da wird nicht drüber geredet. Dann labern die beide untereinander, reden auch nicht miteinander. Dann guckst du dir eine Rückblende an. Da wird auch nicht miteinander geredet. What the fuck ist das hier? Twitch Prime is not a crime. Der Fall folgen. Der vierte ist der wichtigste. Aus ihr rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. Ja. Na bitte. Was wir jetzt zusammen, würden die miteinander reden, wäre das Spiel wahrscheinlich 3-4 Stunden lang. Ich muss da durch. Ich weiß es nicht. Aber ich wünschte mir, sie würden gewisse Dinge endlich mal aufklären und nicht das so... ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Kann man dazu sagen, in die Länge ziehen? Weil in der Länge ziehen ist es ja nicht. Komm halt einfach nicht zu Potte, so. Die ersten paar Stunden, weil wir spielen seit 12 Stunden dieses Game. Wie, die ersten 12 Stunden sind Lückenfüller? Excuse me? Aufklärung kommt im DLC. War der erste Teil auch so? Nee, ach, der erste Teil war nicht mal ansatzweise so. Der erste Teil war, wir haben heute schon mal so einen kleinen Geschmack gekriegt vom ersten Teil. In so einer Cutscene für 5 Minuten. Das war auch bis jetzt das Beste an dem Game, um ehrlich zu sein. Also wirklich jetzt. Ich habe auch nicht gesagt, dass das ein schlechtes Spiel ist, Plex. Das geht damit nicht einher. Es ist halt einfach nur so als... Voriger The Last of Us Spieler, also The Last of Us 1, ist das hier einfach so. What the fuck? Okay, ein Fortschritt. Ich habe die ersten Clips mit zerstörten DVDs gesehen. Ich kann meine DVD nicht zerstören und ich würde sie auch nicht zerstören. Davon mal abgesehen.
Ich bin sehr gespannt. Wirklich. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Also ich war schon lange nicht mehr so gespannt, wie ein Game sich entwickelt. Wirklich. Schon lange nicht mehr. Spür ihre Liebe. Was zur Hölle? Das ist super polarisierend, das Game. Also wirklich, das ist super, super, super polarisierend. Hoffentlich endet es nicht so toll. Und jetzt? Also ganz ehrlich, jetzt gerade, ich möchte The Last of Us 3 möchte ich nicht haben. Ich möchte The Last of Us 3 nicht haben. Oh. Oh shit. Ich kann mich nachladen. Das kann ich nachladen. Ich spiele The Last of Us 3 gerade. Die haben nur den zweiten Teil vergessen. Ach so. Oh. Ach so. In Teil 3 spielst du dann das Spiel. Ellie. Oh oh. Oh, nice shot, Lizzie. Chat. Magga, anstatt Munition finden wir Zettel. Wartet mal kurz. Ich muss kurz diesen wunderschönen, belohnenden Zettel weglegen. Wow. Geil, ey. Wir haben einen Zettel vom Zombie gekriegt. Yew! Nice, ey. Nice, nice, Junge. Wir können gleich 3 Bücher schreiben. Oh, ich habe die Zettel schon richtig vermisst. Ich wusste gar nicht, warum ich das Spiel überhaupt noch spiele. Aber jetzt ist es mir wieder klar. So klar wie Kloßbrühe. Wir brauchen Zettel, Mann. Zettel! Oh, die Tür auf, huh? In der Collector's Edition kriegt man einen Aktenordner und einen Haufen Zettel. Zum Einheften. Okay. Das war alles, Ellie? Oh, okay. Okay. Und ein Locher, ja. Den Locher gibt's auch noch dazu.